Willkommen beim AMC-Grundkurs. Es geht jetzt in Folge 13 um ein Thema, das uns ja alle hoffentlich nie beschäftigt, aber das wir wissen sollten. Es geht um Garantie und Gewährleistung. Wir bieten ja sehr, sehr großzügige Garantie- und Gewährleistungskonditionen unseren Kunden, und zwar 30 Jahre Funktionsgarantie. Also ich möchte das jetzt auch ein bisschen detaillieren, weil es sonst manchmal vielleicht auch zu Missverständnissen führen kann. 30 Jahre garantieren wir, dass bei ordnungsgemäßer Verwendung des Geschirrs das Braten ohne Zusatz von Fett möglich ist und das Garen ohne Zusatz von Wasser. Das heißt, die klassischen Kochmethoden. Es sind an und für sich keine erweiterten Garantieansprüche. Natürlich Teile, die elektrische Komponenten beinhalten, die Dichtungen beinhalten. Also ausgenommen von dieser 30-jährigen Garantie sind zum Beispiel der Navigenio, der Schnellkochdeckel, die Visiotherms, der Audiotherm und natürlich Verschleißteile wie Dichtungen. Da haben wir die Standardgarantiezeit von 2 Jahren. Was macht es jetzt, wenn bei einem Topf ein Problem auftritt, was wir zum Glück sehr selten haben, aber es ist jetzt irgendwas in Garantie kaputt gegangen? Zum Beispiel ein Stiel hat sich gelöst. Dazu ist eines bitte ganz wichtig. Wenn ihr euer Set geliefert bekommt, bekommt ihr dazu einen Lieferschein und eine Rechnung. Die sind im Karton mit der Ware. Hebt die bitte gut auf. Also meine Empfehlung ist wirklich, klingt jetzt lustig, ist aber sinnvoll, gebt die in eine Folie, gebt die in eure Dokumentenmappe zur Geburtsurkunde. Weil da wird es auch in 30 Jahren noch finden. Wir müssen auch dazu sagen, wir haben ja viele Kunden, die schon so lange kochen, die finden ihre Rechnung wirklich noch nach 30 oder 40 Jahren. Nur wir brauchen den Kaufnachweis, damit sie ihren Garantieanspruch geltend machen können. Der Grund ist auch der, sagen wir auch ganz offen dazu, es wird ja sehr viel AMC-Geschirr weitervererbt, weiterverschenkt, auf Internetplattformen verkauft. Also wir wollen unsere Stammkunden schützen, denen bieten wir die volle Garantie und Gewährleistung. Wir brauchen dazu aber den Kaufnachweis. Die genauen Garantiebedingungen findet ihr übrigens auch auf den Kaufverträgen. Ebenfalls sind die auch online abrufbar auf unserer Homepage. Den Link könnt ihr auch gerne von uns haben. Also es ist nicht sehr kompliziert. Wichtig ist nur, wenn was passiert und auch wenn ihr euch nicht sicher seid, ob es jetzt Eigenverschulden ist oder Garantie, erste Kontaktperson sollte immer euer Berater, eure Beraterin sein. Die werden hilfreich für euch da sein. Die werden euch auch Tipps geben, wo es dann zum Einschicken ist bzw. wie dann die nächsten Schritte ausschauen. Und aus eigener Erfahrung, bitte glaubt mir eines, manchmal glaubt man, dass man ihn zerstört hat, den Topf, ist aber gar nichts passiert. Also ich sage jetzt nur zum Beispiel, angebrannte Speisen im Topf, halb so wild, kriegen wir mit Hilfe des Beraters meistens auch so wieder hin. Aber die Möglichkeit besteht ja bei allen Dingen, wo Menschen arbeiten, wenn was passieren sollte, meldet euch einfach beim Berater, bei der Beraterin. Die können euch auf jeden Fall weiterhelfen und helfen euch dann durch diesen Garantieprozess durch.